Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Ja, und wie ihr es hier bereits im Bild seht, geht es heute um das LG G6, das ja auch vor kurzem rausgekommen ist, neben dem Samsung Galaxy S8 bzw. S8 Plus. Ihr seht es hier, Life is good when you play more. Ja, das ist ja das neue Motto von LG, wie gesagt, also das neue Flaggschiff von LG. Das G6, das S8 Plus hatte ich ja vor kurzem auch bekommen. Da wird vielleicht auch noch ein Video zu kommen, allerdings kein Unboxing-Video, sondern vielleicht mal so ein erster Eindruck-Video. Aber hier jetzt zu dem G6 das Unboxing. Ihr seht, das Siegel ist noch ungebrochen und das machen wir jetzt mal hier entsprechend dann auf. Und dann holen wir das Gerät heraus. Ja, ist ja immer wichtig, dass das Siegel ungebrochen ist. Steht ja sogar drauf. Und dann lüften wir die Verpackung. Ja, und ganz oben dann schon hier durch so ein kleines Tuch geschützt, was man dann natürlich auch zum Reinigen des Bildschirms benutzen kann. Das LG G6 und zwar in meinem Fall jetzt hier in der Farbe Silber. Ja, gucken wir mal, was noch so alles in der Verpackung ist. Ihr seht das hier, die üblichen Dinge, etwas zum Lesen natürlich, auch das ist nochmal hier so ein wenig geschützt, müsste man jetzt hier auch mit dem Messer mal ein wenig auftrennen, ohne sich ernsthaft zu verletzen. Ja, ein paar Broschüren sind dabei, seht ihr hier, LG G6, interne Bezeichnung LGH870. Ja, und dann noch eine Garantiekarte und natürlich hier entsprechend das SIM Ejection Tool ist auch dabei. Legen wir zur Seite und dann ist gar nicht mehr viel dabei. Ihr seht das hier, nämlich einmal hier das Fast Charging Modul, das europäische, mit dem man auch dieses Adaptive Fast Charging machen kann. Und dann habt ihr natürlich ein USB auf USB Type-C Kabel dabei. Und ich glaube, Kopfhörer sind nicht dabei, wenn ich mich nicht irre. Wobei, ich jetzt mal hier schaue, hier ist auch noch irgendwas drin. Was ist das denn? Ah, da sind tatsächlich Kopfhörer dabei. Das wundert mich jetzt, denn ich habe schon etliche Unboxings gesehen, wo keine Kopfhörer dabei waren. Offenbar hat sich dann LG doch noch eines Besseren besonnen und legt jetzt hier zumindest Basiskopfhörer dabei. Ja, legen wir alles zur Seite, machen wir das mal hier wieder zu. Dann können wir vielleicht gleich auch mal das Gerät drauflegen. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die silberne Variante. Ja, was gibt es alles zu sagen? Es ist ein 5,7 Zoll Gerät, hat auch eine ziemlich hohe Auflösung, nämlich diese Quad-HD-Auflösung von 2880x1440 Pixel. Und das ergibt dann bei 5,7 Zoll eine PPI-Zahl von 565. Beherrscht HDR. In einigen Ländern in Asien hat es, glaube ich, auch Dolby Vision dabei, bei uns allerdings nicht, das könnt ihr erkennen. Das wäre in Asien dann hier entsprechend. Hat, glaube ich, auch eine Display-Schutzfolie vorinstalliert. Ja, das kann man hier erkennen, da seht ihr die Folie. Hat nicht den allerneuesten Prozessor, aber trotzdem einen bärisch starken Prozessor, nämlich den Snapdragon 821. Der neueste Snapdragon wäre ja der Snapdragon 835, der zum Beispiel bei der amerikanischen Variante vom Galaxy S8 verbaut ist. Aber immerhin 821, das werdet ihr im Alltag kaum merken. Auch hier habt ihr einen internen Arbeitsspeicher, genau wie beim S8, von 4 GB RAM. Die europäische oder die deutsche Variante hat einen internen Speicher von 32 GB. In Asien, in den USA gibt es teilweise auch Varianten mit 64 GB. Ihr könnt das Ganze aber erweitern hier mittels Micro-SD-Karte, also alles kein Problem. Hinten habt ihr zweimal eine 13-Megapixel-Kamera, also Dual-Kamera, und zwar einmal eine normale Kamera und einmal mit einem Weitwinkelsensor. Und dann habt ihr hier einmal eine 1.8-Blende, glaube ich, dabei und bei der Weitwinkelkamera meine ich eine 2.4-Blende, so dass ihr dann
entsprechend auch verschiedene Fotos machen könnt. Ja, die Frontkamera hat eine Auflösung von 5 Megapixel und eine Blende von f2.2. Ihr habt hier natürlich out of the box Android 7.0 Nougat dabei. Und der Akku hat eine Kapazität von 3300 mAh. Ja, schauen wir uns das Gerät mal ganz kurz an. Ihr seht das hier, der USB-Typ-C-Anschluss, dann hier ein Mikrofon, hier entsprechend der Lautsprecher, dann hier auf der rechten Seite schließlich das Fach für die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte, dann hier jeweils eine Unterbrechung, hier nochmal zwei Unterbrechungen, löblich, der 3,5 mm Klinkenstecker ist noch dabei, dann ein Mikrofon für Noise Cancellation und dann hier schließlich auf der linken Seite einzelne Tasten für laut und leise und ja, auf der Unterseite hatten wir gerade schon gesagt, der USB-Typ-C-Anschluss. Ja, sieht wirklich sehr interessant aus, das Gerät, insbesondere in Silber, gefällt mir das ganz gut. Machen wir hier mal den Aufkleber auch ab. Die sind ja immer dabei hier auf der Rückseite, diese fiesen, fiesen Aufkleber. Braucht kein Mensch. Kleben wir mal hier drauf. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Das Gerät macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Hat hier die Besonderheit, dass der Bildschirm auch so ein bisschen langgezogen ist, genau wie beim Samsung S8 bzw. S8 Plus. Hier habt ihr ja genau ein Verhältnis von 2 zu 1 bzw. 18 zu 9. Und dadurch ist dieses wirklich sehr große Display von 5,7 Zoll sehr, sehr handlich und das Gerät ist ungefähr so groß wie das Galaxy S8 und man kann das fast noch mit einer Hand bedienen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem ganz, ganz kurzen Unboxing. Ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise see you.